Hallöchen Popöchen und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play FIFA 13 und heute ein ganz besonderes Spiel für den Matthias. Ja. Denn heute Champions League Finale in London im Wembley Stadion. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Das deutsch-deutsche Gift-Duell im Finale. Und lasst uns mal auf die Aufstellung gucken. Bei Borussia Dortmund natürlich 4-2-3-1. Götze, ja, Matthias sagt, er spielt zwar, aber mit einem Muskelfaserriss gehe ich mal eher nicht davon aus. Aber gut, ich denke, er will auch nicht gegen seinen neuen Verein dann noch treffen. Und deswegen hat er sich extra den Muskel gerissen. Richtig. Ja, ich spiele mit der altbekannten Aufstellung, alle fit soweit, außer es verletzt sich noch einer zwischendurch. Mit Mandzukic vorne drin, Gomez auf der Bank, Pizarro habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Müller vorne drin und so weiter und so fort. Deswegen lasst uns mal reingehen ins Spiel. Matthias spielt mir übrigens mit Dortmund und ich spiele mit Bayern, aber das werden wir auch gleich, glaube ich, nochmal einmal wechseln. Das heißt, wir spielen das Spiel dann zweimal. Und dann werden wir öfters. Und dann werden wir es ja sehen, wie das dann so insgesamt aussieht. So, Dortmund will sich jetzt natürlich kein frühes Tor fangen, aber. Mal gucken, ob sich Rafinha heute mal benehmen kann. Ist ja nicht dabei, ne? Kann ich ihn schade oder was? Weiß ich nicht, aber warum sollte ich den aufstellen? Der ist ja nicht so der Super. Ja, der wird ihn jetzt nicht so der Superstar bei Bayern, dass man da sagen könnte, den muss ich jetzt unbedingt mitnehmen. Naja. Nicht so wie Frank! Ja, der ist ja auch nicht besser, der ist ja genauso durchgeknallt und unfair. Ja, auf jeden Fall. So wie alle Dortmunder ungefähr. Durchgeknallt und unfair. Fängt beim Trainer schon an. Bei Dortmund, das ist der durchgeknallte und unfairste von allen. So, ah, der Rote. Du siehst doch wirklich ein Treter, wenn es nicht läuft. Der rote Schiri da. Ah, Gol, Mandzukic, Mario. Ja, da gucken die Dortmunder dumm aus der Wäsche. Jetzt lass mal das Tor nochmal gucken. Ah, da, der. Die übliche Kopfballstärke, genauso dem. War das die Schmelzer? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie mit Kopfbällen haben sie es momentan entweder nicht. Entweder Schmelzer oder Blaschikowski hätten sein können. Und jetzt ist Arjen, ist jetzt wild. So. Oh, der war doch im Aus. Oh, das wollten alle Dortmunder vermeiden, einen frühen Rückstand gegen den FC Bayern. Dann spielen wir von allein. Typisch FIFA, ey. Ein Gegentor und nichts glaubt. Nee, das mit den Pässen ist halt typisch FIFA, dass die teilweise dann so ganz knapp noch dran vorbeirutschen. Das ist irgendwie ein bisschen behundelt. Aber irgendwie habe ich momentan noch Lauf. Ich habe schon 100 Jahre kein Kopfballtor mehr gemacht im Fangbeständig, finde ich mittlerweile. Afrodante. Ja, das war auch das klar. Auch typisch FIFA. Aber vor allem, da wird dich dann die Neuerung bei FIFA 14 wird dich besonders freuen. Da wollen sie nämlich eine richtige 360-Grad-Steuerung einbauen. Und das wird für dich wahrscheinlich dann noch schwieriger werden. Also. Weil du ja mit dieser Fake-360-Grad-Steuerung schon deine Probleme hast. Ja, dann. Die knicken ja jetzt hier meistens dann so ungefähr, weiß ich nicht, 30 Grad ab, die Spieler, wenn du die steuerst. Und bei FIFA 14 wollen sie auch wirklich eine richtige 360-Grad-Steuerung, dass du wirklich genau so, wie du den Pinöpel dann drehst, genau 1 Grad, 2 Grad das dann veränderst. Das wird ja, es nützt mir ja nichts, wenn die den Ball dann trotzdem nicht annehmen und ins Ausrennen. Das kann sein. Bayern! Weil, was bringt das? Das ist ja gerade bei mir so, dass ich seit dem Tor irgendwie auch nicht mehr so richtig. Richtig kam da auch nichts mehr, seit ich jetzt das Tor geschossen habe. Aber gut, wir haben auch erst jetzt 19 Minuten gespielt. Kann auch einiges passieren. Der kleine Philipp möchte auch mal mitspielen hier. Ja, aber jetzt, wo Dortmund jetzt gegen Bayern gespielt hat am Samstag, haben sie erstmal beim Einlaufen, hatten alle schön weiße Kinder und Santana haben sie erstmal ein schwarzes Kind an der Hand gegeben. Ich dachte mir auch, jawohl. Es wird spekuliert, nächstes Jahr kriegt er ein blaues Kind an die Hand. Draxler oder was? Ja, Dortmund hat ja jetzt auch noch einige, die da jetzt, wo spekuliert wird, dass sie jetzt zu Dortmund wechseln, zum Beispiel Eriksen von, wie heißt es, von Ajax, vom neuen holländischen Meister und man darf gespannt sein, was da noch so kommt. Ein bisschen Geld ist ja jetzt vorhanden. Das war 60 Minuten. Oh, was macht er denn, ey? Er macht den Schieber. Foul. Ja, von dir aber, Freundchen. Ayen, da läuft er. So schnell, der Robinator. Das war
Ja, ich wollte schon sagen. Das war doch Ball gespielt. Da kann er doch kein Foul für pfeifen, ganz ehrlich. Ich verstehe aber nicht, warum er jetzt. Schießt nur den Ball vor der Füße. Ja, warum pfeift er jetzt Foul, aber gibt er keine rote? Weil ich war ja durch. Also wenn du bist durch, aber mehr auch nicht. Wenn du da auch eine rote pfeifen. Eine rote geben. Ja, wenn du noch faulst, ja. Das war ja kein Foul. Natürlich war es ein Foul. Ja, den Ball da weggespitzelt vor der Füße, der ist ja nicht mehr hingefallen. Natürlich bist du hingefallen. Oh, Lewandowski läuft dich da immer wieder fest. Das jetzt hier. Oh, Mario, ey. Also, dass die nicht einmal diesen scheiß Ball vorm ausretten können. Das ist so. Mario scheint mit Schieber. Nein! Mario scheint mit Schieber verwandt zu sein, würde ich gerade schon sagen. Ja. Bei den Leistungen, also das Schieber da abliefert. Momentan ist echt unter aller Kanone. Dass er gegen Bayern da wieder verstolpert hat für Dinge, ey, das war echt. Man sieht schon ganz klar die Taktik von Klopp. Er hat gesagt, mehr Querspiel. Lass die Finger von Franck Ribéry. Oh. Hat Weinfeller mal einen auf Neuer gemacht. Fang nicht die Flanke. Das Problem ist, du hast wirklich ja noch gar keine Chance. Also das ist gefährlich. Also ich verstehe auch nicht, dass sie es hier nicht so wie bei Pro Evo hinkriegen, dann mal eben schnell so einen Hackentrick dann zu machen und dabei mit der Hacke zu spielen, dass sie sich dann erst immer wieder noch drehen. Weil das ist, da geht auch wieder voll viel Zeit verloren eigentlich. Ja, teilweise sind sie echt ein bisschen unbeholfen hier. Den Ball jetzt mal angenommen haben. Ich komme nicht durch. Er liegt einzeln zurück und mauert da mit 80 Leuten in der eigenen Hälfte rum. Kurz und geil, wo ich gegen Markus gespielt habe, da war er irgendwann durch und es war kein einziger von meinen Spielern in meiner Hälfte. Aber wirklich gar keiner, ne? Und ich hatte 11 Leute noch beisammen. Und es war kein einziger in der Hälfte und er war mit 3 Spielern durch. Weil das war ja auch kein Abseits, weil der Pass noch gespielt wurde, als er noch hinter der Mittellinie war, ne? Ja. Nur meine Spieler gingen halt nicht mit. Pfeift er jetzt faul oder faul oder Ecke? Ecke. Auch so unlogisch, weil es wäre auch wieder ein, weiß ich glaube, das ist faul. Oh, die arme Sau Lewandowski, allein auf sich gestellt da vorne. Das wird nächstes Jahr bei Bayern anders. Ich fürchte, er muss nicht lange warten, bis er dann nächstes Jahr die Champions League holt. Nein, das war wieder so ein mega Aussätze, der mich fast wieder noch die Führung gekostet hätte hier. Na, das läuft natürlich ab. Schweinepriester von Schiedsrichter. Ja, 1-0. Ach, wo kam der Schuss denn? Hätte ich den auch noch? Scheint so. Du hast ja auch einen Schuss, ne? Ist ja auch. Ist ja auch gut. Wieder verspringt den Vogel der Ball. Warum? Warum spielst du noch da? Ja, das frage ich mich gerade auch. Das war auch nicht so gut geplant. Nimm den Ball doch mal an, da du Blödkopf, ey. Ganz ehrlich, was sie hier für Kacke bauen zwischendurch mal. Das wird trotzdem wieder noch reichen, wahrscheinlich, ne? Diese Flanken sind so ungefährlich mittlerweile, ey. Weiß auch nicht. Irgendwie klappt's nicht. Lauf doch mal da vorne. Ein so langsamer Spieler, das kann eigentlich nur. Nein, ich Trottel! So ein langsamer Spieler, das können nur zwei Leute sein. Es können eigentlich nur Müller oder Martinez. Martinez ist ja wirklich der langsamste Spieler auf der Welt. Also der ist so langsam, aber in echt auch. Das ist schon wirklich. Er muss wirklich alles nur mit Stellungsspiel machen, glaube ich, weil er wirklich fast schon einpinnt beim Laufen. Ja, 40 Millionen wert. Mhm. Ich meine, zumindest ein guter Spieler, aber trotzdem langsam. Ja, das ist groß ja auch bei Bayern. Der einzige Spieler, der jetzt nach seinem Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss nicht viel langsamer ist als vorher. Alter, da war, ich wusste auch, dass du ein paar spielst, aber ich konnte auch nichts mehr machen eigentlich. Ja, manchmal kann man es auch nicht verhindern, weil die dann stehen bleiben. Muss ich schon drauf hoffen, dass du da nicht so weit durchkommst.
so ein Kackspiel gerade. Das sieht absolut gar nichts. Alter, diese Pässe. Er rennt schon dahin, dann bleibt er erst wieder stehen. Da ist jetzt wieder der Robert, der da außen will. Jetzt doch mal, Arjen. Nein! Ah, Sackbauer. Damit das noch kannst du wieder nicht verhindern. Nieder rennen und dann die Abwehr stehen bleibt komplett. Mann, jetzt drehen die Bayern hier nochmal um. Jetzt gibt's hier nochmal Schlussoffensive in der 63. Minute. Er rennt erstmal den. Naja, erst hat Smiley hingeflogen und Alter, dann dachte er sich, wenn ich schon mal liege, dann lasse ich den anderen auch sofort mit drüber steigen. Also ja, wenn du mal so drüber steigen lässt, will ich gar nicht wissen. Sonst hättest du den Ball ja gekriegt. Oh, komplett frei. Ah! Ja, bei dem Tempo, das kann nur einer sein. Das Marco. Kann nur der Marco sein. Don Marco. Nicht. Du hast, glaube ich, noch nicht mal eine richtige Chance gehabt, um ganzes Spiel, und ich weiß, dass es trotzdem wahrscheinlich dann wieder nicht reichen wird. Ja, immer mit denn durch die Wand mit dem Kopf. Ja, was soll ich denn machen, wenn er da allein. Geh jetzt nicht ins Aus, dann heute. Diese Flanken, die sind aber auch grottenschlecht. Ja, du haust die da aber auch bis hinten. Ja, bis hinten fast schon zu Eckfahne. Nur an. Was soll ich denn machen? Drück ja schon gar nicht komplett durch. Vor allem, das war defensiv jetzt, glaube ich, wirklich eine der besten Leistungen von mir überhaupt. Aber es wird trotzdem das eine Tor, das riecht mich auf, weil das. Weil FIFA reicht das dann oftmals ja nicht aus. Den eins muss ich noch hier auf jeden Fall noch nachlegen. Sicher, ne? Alter, es ist bringt jedes alles, Mal bringt die gleiche Zeit. Scheiße. Bringt alles Zeit. Oh! Ja klar, durch so eine Scheiße wieder, ne? Ich wollte schon sagen, weil Boateng zu blöd ist, diesen Ball anzunehmen und ihm der 8 Meter verspringen. Na, no, doch nicht zu ihm. Ja, Boateng war ja auch der Ansicht, dass es keine gelb-rote Karte war gegen Rafinha. Weil er hat eigentlich recht, es war eine rote, keine gelb-rote. Von daher. Ach man, ey, das gibt's doch nicht. Aber auch nicht durch da hinten. Ja, dann normal, ich staffel das ja auch gut, aber vorne komme ich ja selber nicht durch, das ist das Problem. So ist ja, du kannst ja nicht alles. Teuern die Eiern ja auch nur da rum, ne? Ja. Ja, gewöhn dich schon mal dran im Finale. Könnte es eh nicht aussehen. Ja, zu dem Versprung. Nein! Spieler, ich drück die ganze Zeit auf das scheiß X und er macht nichts. Ich frage mich, was machst du da die ganze Zeit? Ja, Bruno hat mal auf das scheiß X gedrückt, ne? Spiel nicht ab, der Pisser. Das ist auch wieder. Ja, das ist klar. Das ist der Controller, mit dem ich dich schon 100 Mal besiegt habe und jetzt war es schon klar, das ist jetzt wieder. Ja, wird das ich, wenn ich 100 Mal X drücke, dann macht nichts. Ja, klar, das ist das FIFA-Problem, das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das war klar, das ist wieder. Ja, dann ist es halt FIFA, das macht's auch nicht besser. Jetzt kurz vor Schluss wieder der Controller zum Tragen. Ob es jetzt am FIFA liegt oder am Controller. Wenn ich drücke und der spielt nicht ab, ist mir scheißegal, dann muss es funktionieren. Bei der Niederlage ist es immer irgendwas. Ich glaube, das ist das Sofa, auf dem du gerade sitzt. Das ist nicht richtig an deinen Arsch angepasst. Das ist sowieso, aber. Ah! Machen doch rein, ey! Feuerkrank! Was jetzt? Ich! Wofür? Ist so durchgegrätscht, schaff doch gar nichts. Das ist ja verarscht hoch 1000. Ja, super. Habe ich irgendwie die auf defensiv eingestellt oder so? Die Eier nur hier rum, warte mal.
Kann man das irgendwie einstellen? Teammanagement. Die pimmeln ja nur in der eigenen Hälfte rum. Vielleicht Schnelltaktiken oder individuelle Taktiken. Informationen, Dorben, Standard, Aufbau, Spielgeschwindigkeit. Hm. Die dödeln ja nur. Jetzt kommt der hoher Druck. Das nein, das ist doch, wenn du den hier drückst. Achso. Dann ändert er die. Ja, was weiß ich. Das war's. Hinspiel 1-0. Jetzt müssen wir uns aufs Rückspiel verlassen. Ja. Ringer, komm, ich lass es natürlich laufen. Dann